Ja, liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Bartwork Modellbau. Schön, dass ihr reinschaut zur nächsten Videofolge hier auf diesem Kanal. Und zwar wollen wir uns weiter ranbegeben an unseren Geisterwagen, der hier neben mir steht. Der Ghostbusters Ecto One. Auf dem Weg in Richtung Zielgeraden sind wir und wir wollen jetzt mit dem Paket 35 so richtig durchstarten. Letztes Mal habe ich schon ein bisschen angerissen, weil da die letzten Teile von den beiden Blaulichtleisten mit drin waren. Aber jetzt wollen wir das eigentliche Paket 35 mal angehen. Drei Ausgaben habe ich nämlich noch. Und zwar die Bauphasen 132 bis 134. Und da wollen wir uns um den Beginn vom Bau der Aufbauten kümmern. Genau, die großen Aufbauten auf dem Dach unseres Ektos werden jetzt gebaut und wir bekommen heute die ersten Rahmenteile und ersten Geräte schon geliefert, wo auch die Beleuchtung, die noch übrig ist, zwei LEDs nämlich, mit eingebaut wird. Das kommt alles schon mal so ein bisschen zusammen und ja, das sind so die Punkte, die wir heute erledigen wollen. Ja, viel mehr zu sagen habe ich auch gar nicht, was ein Vorgeplänkel anbelangt. Wir gehen in Richtung Zielgeraden. Wir gehen jetzt in das Paket 35, machen das fertig. Ein vollständiges Paket 36 erwartet uns dann beim nächsten Mal noch, wo genau die Aufbauten weitergebaut werden. Und dann schon das Finalpaket 37. Das ist in gar nicht mehr weiter Ferne. Das kann ich schon mal sagen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass es bald soweit ist und wir das Projekt, das längste Projekt auf diesem Kanal, bald zu einem endgültigen Abschluss bringen können. Daumen sind gedrückt, dass es bald soweit ist. Ja, jetzt ist aber erstmal soweit, dass wir Paket 35 verbauen. Auf geht's, Ghostbusters Ecto One. Damit soll es weitergehen. Ausgabe 132 bis 34. Wir starten mit der Ausgabe Paket 35 und der Ausgabe 132, die wir uns zuerst annehmen wollen. Wir brauchen unseren Ecto heute gar nicht, das ist ganz praktisch, nur das, was wir hier auf dem Tisch haben. Das heißt, die ganzen Aufbauten werden erstmal an sich zusammengesetzt, bevor wir das Ganze am Modell festschrauben. Das passiert aber weder heute noch beim nächsten Mal, glaube ich, erst wirklich zum Abschluss des Ganzen. So, wir sollen uns erstmal eine Sirene nehmen. Hier sehen wir schon die ersten Rahmenteile. Übrigens alles Plastik. Auch diese Rahmenteile sind aus Plastik, nur mal so nebenbei. Wir sollen uns die Sirene nehmen. Dann machen wir das doch. Mal eben näher rankommen. Das ist einmal hier auf jeden Fall das Stück. Und mal eben gucken. Dieses hier. Die Teile kommen zusammen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Hier haben wir einen Pin dran. Hier haben wir zwei Pins dran, ist auch schön. Ich denke mal, das wird aber so zusammengesetzt werden müssen. Oh Gott, da geht es jetzt schon los. Wie soll das zusammenkommen? Okay, hier haben wir noch eine Führung. Dann wird das mit Sicherheit so zusammenkommen. Dass das so zusammengreift, dass hier oben und unten zwei Löcher bleiben. Genau, dann macht das Sinn. Okay. Und das wird verschraubt mit zwei KP-Schrauben. Das sind zwei silberne hier. Machen wir mal. Du hast erstmal zielen können, ne? Könnt helfen. So, einmal. Und die zweite, so, dann sitzen die schon mal zusammen. Und dann kommt noch dieses Gehäuse dazu, was so zusammenkommt. Jo. Achso, soll nur zusammengesteckt werden, so. Alles klar. Und soll dann am ersten Rahmenteil, nämlich dieses hier, fixiert werden. Da haben wir hier vorne, hier ein Loch, was noch eine kleine Aufsparung hat. Hier das entsprechende Gegenstück, das heißt, das Ganze kommt hier mit ran und wird von unten mit einer HP-Schraube verbunden. Alles klar. Machen wir. Upsa. Das könnte auch ins Auge gehen.
Heißt für mich größerer Schraubendreher, der die Schraube besser greift. Nichts passiert, alles daneben gegangen. Aber hatten wir auch schon mal anders, ne? Von daher, ja, sitzt dran. Gut, haben wir. Dann geht es weiter, dass wir jetzt ein Kabel brauchen. Und zwar das ja, welches ist denn das denn? Strobe LED 67B. Figur A. Wird es dann noch ein bisschen betitelt? Gut, ich denke mal, es wird das Weiße sein, weil es nicht näher belabelt ist. Ich denke mal, es wird das Weiße sein. Das macht für ein Strobolicht mehr Sinn. So, das sollen wir nehmen. Und das kommt jetzt hier in die Mitte, beziehungsweise das Kabel kommt hier einmal in das größere Loch in der Mitte durch. So. Geht nach hinten. Und dann sollen wir das Ganze hier mit einsetzen in dieses Stück. Natürlich super zu greifen, das Ganze. Wäre schön, wenn man es ein bisschen reindrücken könnte. So. Ja. Dann. Okay, schon blöde gewesen. Da kommt nämlich noch das Gehäuse hier rüber, wo wahrscheinlich auch das hier einmal durchgeht. Nein, andersrum. Manu. So. Und dann hier rein. Dann kommt das beides so zusammen. Ah ja, genau so. Mhm. Und wird dann hier einmal runtergelegt. Und hier eingesetzt. Beziehungsweise verschraubt mit zwei TP-Schrauben. Das sind jene hier, die sind ein bisschen schmaler. Vielleicht greifen die besser mit dem kleineren Schraubendreher. Das geht besser. So, einmal. Ja. Das hat gar nicht funktioniert, weil das ganze Gehäuse abgebrochen ist. Geil. Och, Freunde, ehrlich. Naja, es hält trotzdem. Das ist die Hauptsache mit einem. Leute, Leute, Leute. So, und dann kommt noch dieses Glas quasi hier drüber. So, dann haben wir das fertig. Alles klar. Dann geht es weiter mit dem roten Licht. Ein Propeller Way heißt das gute Stück. Da bekommen wir einmal dieses Gehäuse und wahrscheinlich diese Platte. Ist das richtig? Wir haben hier mehrere Platten. Ich denke mal, hier genau, an diesem Stück ist ein kleiner Pin dran. Das Glas quasi, das soll hier rein. So, reingelegt werden. Und von außen kommt dann die rote Platte. Ist aber geil, dass die so wieder rausrutscht. Das macht doch auch wenig Sinn hier. Dass das Glas da drin so locker ist, dass es so wieder rausflutscht. Das macht doch auch keinen Sinn. Ach, Freunde. Das macht doch überhaupt keinen Sinn hier. Hat Eagle Moss damals ein bisschen Gehirnschmalz gespart bei den letzten Ausgaben oder was ist das? Ach Leute, das muss ich ja dann halt festkleben, hilft ja nichts. Muss ich ja machen, sonst fliegt das immer wieder raus. Das macht ja erst recht keinen Sinn. So. Mhm.
Mehr reinsetzen geht aber auch nicht. Und dann halt das rote Licht drüber oder das rote Glas drüber. So, jetzt fällt es zumindest nicht mehr weg. Dann kommt jetzt von hier das rote Kabel, soll aber vorher durch dieses Gehäuse gesteckt werden. Einmal hier durch. Und dann kommt das Ganze hier rein. Da kommt man doch ein bisschen besser ran. Zack. Und dann kommt das Gehäuse hier so durch. Gucken, dass wir zielen. So. Das haben wir schon mal gut zusammengesetzt. Wunderbar. Haben wir. Genau, und soll dann auch an dem Rahmenstück fixiert werden, jetzt hier an der Seite. Genau, kommt das so rein und wird mit einer IP-Schraube, Grüße, auch verschraubt. Alles ist klar. Machen wir auch das. So, damit haben wir die ganzen Gerätschaften schon mal dran. Und jetzt kommt noch der Rahmen dazu, oder Rahmenteile noch dazu. Und zwar einmal dieser große Rahmen kommt dazu, wird hier zweimal an den Seiten angesetzt und verschraubt mit AP-Schrauben. Machen wir doch glatt. Zurechthalten wir das Ganze. Vorne greift das auch gut ineinander. Schon mal, damit es nicht durcheinander fliegt. So. Nicht zu viel Schrauben, aber schon gemerkt, dass es auseinanderfliegt. So, das haben wir. Ist ein bisschen sehr gebogen. Ne? Ich glaube, das wird sich noch geben. Aber okay, haben wir. Und dann kommt noch dieses hintere Stück mit dran. Das kommt mit den beiden Laschen nach unten. Hier hin. Und wird auch mit zwei AP-Schrauben. Ah ja, okay. Verbunden. Dann machen wir auch das. So, gucken, dass alles in Position sitzt und dann rutschen wir ab und kriegen es nicht hin. Ja, erstmal alles in Position zu halten, das ist so ein bisschen die Herausforderung manchmal. Zumindest gerade die ersten Teile, die ein bisschen wackelig sind. Der Rest nimmt dann so immer so ein bisschen mehr Form an. Nach und nach. So. Kommt das nämlich auch da zusammen. So. Sehr gebogen das Ganze, wie man sehen kann. Aber ich glaube, das wird sich da noch ein bisschen fügen, das Ganze. Aber das ist das erste Ergebnis für die erste Folge. Und dann machen wir direkt weiter. So, weiter geht's mit der nächsten Ausgabe 133. Ein neues Rahmenteil, was zuerst verschraubt wird, beziehungsweise noch ein paar Streben dazu. Wir bekommen auch hier eine Antenne. Und da sollen wir noch diese roten Streifen dran kleben. Das sind Decals, ihr Lieben. Das mache ich im Anschluss, weil das Ding sowieso ganz oben sitzt. Da kommt man trotzdem gut ran. Aber auch interessant, dass hier Decals verklebt werden. Aber okay, nehmen wir so hin. Aber wir wollen erstmal am Rahmen weiterschrauben. Deswegen holen wir uns den Rahmen her. Da ist er auch schon. Und da kommen erst einmal die Streben rein. Drei Stück an der Zahl. Werden einmal hier oben eingesetzt. Hier kommt eine hin. Und alles wird mit AP-Schrauben verschraubt. Genau. Wir haben auch nur AP-Schrauben in dieser Ausgabe, aber einige mit einem schwarzen Kopf und einige mit einem weißen Kopf. Aber da wir hier nur schwarze Bauteile zurzeit haben, gehe ich fest davon aus, dass wir auch nur diese
brauchen. Einmal. Dann eine zweite Verstrebung hier unten. Ist das richtig? Ja, man muss gucken, dass man die richtige Position trifft. Und auch richtig rum. Aber ich gehe davon aus. Alles ein bisschen sehr wackelig noch. Aber ich denke, hoffe, dass sich das gleich fügt. Und dann noch eine dritte Verstrebung. Auch hier unten. Hier kommt sie hin. Ja, viel Geschraubsel in dieser Folge. So, die haben wir dran. Eins hier oben, zwei hier unten. Und dann kommt von der anderen Seite jetzt das Rahmenstück. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo die Kabel längs laufen sollen. Aber die sollen alle nach unten führen. Also so weg. Und dann soll mit Sicherheit hier jetzt das Ganze so eingesetzt werden. Die genauso kommt das jetzt alles zusammen, wie ihr sehen könnt. Und das will ich auch mal eben verschrauben mit diversen weiteren AP-Schrauben. Alles klar, dann nimmt das Ganze, denke ich mal, dann auch jetzt ein bisschen mehr Form an, wenn wir das Ganze jetzt so zusammensetzen. Was echt nicht einfach ist, so das alles in eine Position zu schieben. Dann mache ich erstmal hier. Eine gewisse Grundstabilität hier in die ganze Kiste reinkriegen, das wäre schon mal gut. Dann oben auch noch mal. Wo ich ja an sich schon spannend finde, dass hier oben ein Stück Plastik fehlt. Ich glaube nicht, dass das geplant ist. So. Dann hier die Verstrebung kommt zusammen. Ja, ist Fleißarbeit tatsächlich. So. Ja, jetzt seht ihr schon, es nimmt Form an, langsam die ganze Kiste. Dann die nächste Verstrebung. So. Und dann vorne noch zweimal. Einmal oben an der Verstrebung und unten an den vorderen Rahmen. Kommt zusammen. Und dann seht ihr schon, dass das Ganze jetzt deutlich mehr Form annimmt. Beziehungsweise vorne gleich auch nochmal. So. Gut, dass wir auch genug AP-Schrauben haben. Wäre blöd, wenn nicht. Aber so kommt das auch zusammen. Und hier nochmal, ups, zum Abschluss, genauso, ups, fliegt schon das Glas wieder weg. So, da haben wir den Rahmen jetzt soweit. Das Glas kann gerne wieder rauf gesetzt werden. So haben wir. Dann sollen wir eben kurz das Ding zur Seite legen. Jetzt kommen wir zur Antenne. Da kommt von unten diese Platte rein. Die Frage, wie rum das muss. Aber das wird gleich hier oben angesetzt. Einmal verschraubt und einmal so. So kommt das auf jeden Fall hin. Und ich denke mal, nach innen zeigen macht keinen Sinn. Wobei das ist so am
Rahmen dran. Dann soll das mit Sicherheit nach vorne, nee, nach außen zeigen. Also gehe ich davon aus, dass das so zusammenkommen soll. Mit dem Pin nach hinten, weil man kann es in dem Bild halt nicht sehen, wo diese Beschriftung ist. Ich denke mal, so kommt es hin, weil das Ganze sitzt gleich hier hinten, hier am Rahmen dran. Achso, denn deswegen ist die Öffnung. Ah, guck einer an. Und das sollte ich gar nicht durchschrauben bis jetzt. Na gut, okay. Hier. Und wenn hier der Pin ist und da geschraubt wird, wobei, na, andersrum. So muss es hin. Okay, dann doch andersrum. Dann macht das nur so Sinn. Alles klar, dann machen wir das halt so. Und kommt mit zwei AP-Schrauben zusammen. Gut, eine muss ich dann nochmal lösen, habe ich gesehen. Die sollen auch benutzt. Achso, hier sollen wir bestimmt weiße nehmen. Nee, hier sollen wir zwei schwarze nehmen. Okay, alles klar. Auseinanderhalten hier. Gleiche Schrauben, aber unterschiedliche Farben. Das gibt es doch sonst nur beim Rootmaster. So, haben wir auch das. Dann kommt jetzt hier, kommen ein paar Elemente mit ran, zum Beispiel jenes hier, das man jetzt überhaupt gar nicht sehen kann, wie das zusammenkommt. Also das wird hier auf jeden Fall so ein Bein sein, das kommt hier mit ran, mit Sicherheit, und wird mit auch hier. Hier sollen wir zwei weiße AP-Schrauben nehmen. Okay, jetzt macht es ja auch Sinn. Machen wir das einmal hier. Oh Gott, kommen wir gar nicht rein, ohne dass es wegfliegt. So. Viel Geschraube. So, dann haben wir schon mal dieses Bein und hier oben kommt wahrscheinlich der hier ran. Mit dem Pin nach oben, nach unten, keine Ahnung, wahrscheinlich nach unten, dann greift das so zusammen. Okay, mit einer weiteren weißen AP-Schraube. So, sorry, da hat sich gerade die Kamera verabschiedet, aus welchen Gründen auch immer. Manchmal hat sie so ihre Tage. ja, auf jeden Fall ist die Konstruktion mittlerweile fertig. Hier sitzt hier jetzt auch die Antenne oben mit dran. Haben wir verschraubt hier mit zwei weißen AP-Schrauben, hier drunten unten genauso. Einmal die erste Verstrebung sitzt hier mit dran, die andere hier, dass das Ganze so das Ergebnis erzielt. Und dann wird verschraubt am Rahmen einmal hier mit einer weißen AP-Schraube und einmal hier mit der schwarzen. Die muss ich nochmal rausschrauben, weil ich schon gedacht habe, na, warum fehlt hier ein Stück Plastik? Ja, weil hier noch eine Lasche drin ist, um das Ganze besser reinzusetzen. Aber so sieht das ganze Ergebnis jetzt nach der zweiten Ausgabe, 133 für heute, aus. Die Decals werde ich für mich machen und dann rankleben. Da braucht ihr mir jetzt nicht über die Finger gucken, das braucht ein bisschen mehr Zeit und mehr Fingerspitzengefühl. Das werde ich für mich machen. Ansonsten ist das erstmal das Ergebnis und dann sehen wir uns gleich wieder mit der letzten Ausgabe für heute. So, dann haben wir noch die Ausgabe Nummer 134 für heute. Der Sniffer wird zusammengebaut. Die TU-Antenne, aka der Sniffler, wird zusammengesetzt. Das ist dieses Gerät und wir bekommen auch schon eine große Bodenplatte, wie ihr sehen könnt. Die brauchen wir auch gleich. Zuerst brauchen wir aber erstmal dieses Gerät. Und da sollen wir die zweiten Hälften von den Rohren hier mit ansetzen. Und mit jeweils zwei GP-Schrauben verbinden. Ja, dann machen wir das doch. GP, da haben wir sie. Ziemlich kleine, zarte. In dem Fall. Da müssen gleich auch an diese Rohre Sticker ran, beziehungsweise Decals. Auch das werde ich im Anschluss machen, aber da kommt man ja super ran an die Geschichte. Also von daher ist das jetzt kein Drama. So, einmal. Und das zweite Rohr.
Da kommen dann die anderen beiden GP-Schrauben rein. Das geht gut einmal. Und zweimal die Schraublöcher sieht man dann ja am Ende eh nicht mehr, wo die Schrauben, weil das dann von unten ist. So, das haben wir zusammen. Dann kommt von unten noch diese Halterung mit rein. Andersrum. So passt das rein. Und wird wahrscheinlich auch mit zwei Schrauben ZP in dem Fall. Sind auch noch Senkkopfschrauben. Dann auch nochmal fixiert. Einmal. Und zweimal ist geil. Man bekommt ein einfache Deckels. Hier ist aber schon was drauf gedruckt. Naja. Gut, haben wir auch. Dann brauchen wir diese beiden Gitter und diese doppelseitigen Klebebänder. Die sollen wir uns einmal nehmen. Die sind ja auch riesig groß. Einmal von der Folie lösen, auf das Gitter kleben. Gut, komm hier. So. Dann die äußere Folie abziehen. Gucken, ob das mit einem guten Fingernagel klappt. So. Genau. Und dann kommt das an die Seiten. Okay. So einmal. Na, da. Und weil es so schön war, das gleiche nochmal. Kann ich auch so machen, oder? Ist auch egal. Kann ich auch hier drauf kleben. Dann die nächste Folie abziehen. Und dann das zweite Gitter ran. Geht genauso. Hauptsache es hält. Das wird es, denke ich, mal tun. Gut. Haben wir dran. Wunderbar. Dann kommen die Deckels, aber wie gesagt, mache ich für mich. Dann geht es jetzt weiter mit dieser Platte. Da kommt das rein. Ich denke so. Denke ich. Und dann kommt dieses Stück dazu. Das wird hier zusammengreifen. Genau so. Kommt das Ganze zusammen. Ist alles ein bisschen schief, hätte ich gesagt. So geht das. Ist auch schon bedruckt. Und wird mit einer IP-Schraube versenkt, das Ganze. Im tiefsten Inneren sollen wir schrauben. Passiert gar nichts bis jetzt. Leider. Hier ist zwar eine Öffnung, aber ich habe hier nichts Gegenteiliges. Das ich ein bisschen doof finde. Deswegen sitzt das auch nicht zu 100%. Dann stelle ich mir die Frage, wie ich richtig schrauben soll. In das Innerste, was ich erstens auch kaum sehen kann. Die Schraube rutscht auch immer weg. Nö, da passiert gar nichts. Nö. Das lässt sich da nicht drin versenken. Überhaupt nicht. Keine Ahnung wieso. Das ist auch
krumm und schief. Komm hier zwar so durch, aber das war es auch. Ach, ist das schwierig. Ich muss mal einen Cut machen, es geht gleich weiter. So, ich habe mittlerweile eine HP-Schraube genommen. Da hatte ich noch eine übrig. Die passt ein bisschen besser, weil die IP-Schraube viel zu dick ist. Das hat gar nicht gepasst so richtig. Aber gut, nehmen wir so hin. Dann kommt jetzt die Abdeckung drüber. Geht nur in einer Position. Aufgrund hier eine Öffnung und hier einen kleinen Pin. Passt das nur so zusammen. Und hier kommen zwei IP-Schrauben jetzt zum Einsatz. Na, da sollten die auch passen. Da sind die Löcher auch deutlich größer. Dann denke ich mal, dass das hier passt. Ja, dann passt das. Vielleicht eine falsche Betitelung, wer weiß. Wäre ja nicht das erste Mal, dass Schrauben falsch betitelt werden. So, haben wir auch dran. Und dann wird die ganze Konstruktion jetzt auf der Bodenplatte, diese hier, fixiert. Da müssen wir mal gucken, wo. Hier, um genau zu sein. Da haben wir die erste Öffnung. Da kommt das Ganze ran und wird auch noch mal mit einer IP-Schraube festgehalten. So, dann haben wir das auch schon mal dran. Wunderbar. Gerade machen das Ganze so. Ja, sitzt. Und dann haben wir noch einen Schlauch, eine Leitung. Die kommt zum einen einmal hier auf diesen Pin. So, und soll dann hier in der Platte verschwinden. So, ganz einfach. Okay, und damit sind wir durch. Wie gesagt, die Decals werde ich dann für mich noch machen. Aber ansonsten sind wir durch. Wir haben aber einiges geschafft. Der Rahmen ist soweit. Haben wir angefangen. Das kommt mit Sicherheit hier dann so drauf. Später. Passt auch wunderbar hier rein. Ich denke mal, das wird dann so Form annehmen, das Ganze. Aber wir haben noch genügend Bauteile dazu, die wir noch dazu brauchen, bis wir da soweit sind. Aber wie ihr sehen könnt, wir haben schon offensichtlich einiges in diesen drei Ausgaben geschafft. Der Anfang dieser Aufbauten ist gemacht. Ja, ihr Lieben, das Paket 35 ist jetzt abgehakt. Die Aufbauten sind zumindest begonnen worden, der Bau davon. Wir haben hier einmal den großen Rahmen dafür, wo die vorderen Lichter schon mit dran sitzen. Einmal eine Sirene, ein Blitzlicht und ein Rotlicht. Das haben wir schon soweit mit dran. Die Antenne sind dran, da fehlen noch die Decals, wie gesagt, aber das kommt dann noch. Und für den inneren Bereich haben wir von der Kiste, vom Kasten quasi hier schon die obere Bodenplatte mit dem Sniffer mit angesetzt. Kein Swiffer, das ist was anderes, sondern ein Sniffer. Auch da werden noch ein paar Decals kommen. Und so ist das Ergebnis. Ja, wie geht es dann im nächsten Paket, im vorletzten Paket, 36, dann weiter? Gucken wir eben rein, da werden wir auf jeden Fall einmal den Lüfter bekommen, ne, so ein Lüftungselement, ein paar Schläuche werden wir dazu bekommen, die untere Bodenplatte und noch weitere kleine Details werden dazukommen. Noch ein paar Leisten, das sieht mir auch nach ja, weiteren Kisten und Leisten und so weiter und so fort. Alles, was da oben halt so an Gerätschaften mit drauf sein wird, das werden die nächsten vier Bauphasen sein. Wie gesagt, die vorletzte Bauphase, denn wir haben jetzt ja bis zu 134 abgehakt. Das heißt, das nächste Paket sind die Ausgaben 135 bis 38 und dann in der letzten Ausgabe, Paket 37, haben wir dann noch die 139, 140 und die 141 und dann ist das Projekt fertig. Also Zielgeraden für unseren Ecto und jetzt nimmt er langsam auch wirklich oberhalb Form an, dass wir bald das Ziel erreicht haben. Gut, das war alles für heute. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne den Daumen nach oben da lassen. Würde mich sehr freuen. Kanalabo genauso, würde mich auch sehr freuen. Und dann bekommt ihr direkt Nachricht, wenn neue Videos auf diesem Kanal online gehen. Bis zum nächsten Video. Euch allen noch ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Viel Spaß beim Weiterbauen eures Ectos oder eurer anderen Projekte. Egal. Und bis zum nächsten Mal.